Sie sind, ich habe es eben gerade gesagt, Präsident des Dachverbandes, ne, muss man glaube ich sagen, Maccabi, 40 jüdische Sportvereine in Deutschland. Und ich habe das eben schon kurz erwähnt, interessant ist, und es war mir nicht klar, Sie sagen, wir haben mindestens genauso viele Muslime wie Menschen jüdischen Glaubens in diesen Vereinen. Können Sie das einmal erklären? Ja, also ich bin ja gleichzeitig der Präsident des Dachverbandes seit 2013 und schon vorher seit 2007 auch Präsident des Maccabi-Ortsvereins in Frankfurt. Mhm. Und wir in Frankfurt sind in den letzten Jahren zum Glück entgegen des Trends Coronas mit den Mitgliederzahlen nach oben geschellt. Wir haben mittlerweile über 4000 Mitglieder, sind in Frankfurt, in einer Großstadt Deutschlands immerhin, der viertgrößte Sportverein. Und wir haben 80% nicht-jüdischer Anteil bei uns in einem jüdischen Sportverein. Mit dem stilisierten Davidstern auf der Brust laufen sie alle auf. Juden, Christen, Moslems. Interessant. Alle Religionszugehörigkeiten, alle Nationalitäten. Mhm. Und das ist erstmal per se nichts Besonderes. Aber bei uns läuft man eben mit diesem stilisierten Davidstern auf der Brust jede Woche auf und man wird immer wieder mit den Anfeindungen damit automatisch konfrontiert und kommt damit darüber auch ins Gespräch. Wir sensibilisieren Leute bei uns im Sport und in der Tat ist es auch so, dass wir mittlerweile sicherlich mindestens genauso viele Moslems wie Juden bei uns im Verein haben, in einem jüdischen Verein in Frankfurt, in Deutschland, in unserer Gesellschaft und da sind wir richtig. Die dann ihrerseits auch mit dem Davidstern auf der Brust auflaufen? Genau so ist es, ja. Alle tragen das gleiche Trikot, alle sind in dem Moment gleich. Mhm. Und auch sie werden angefeindet als Juden in erster Linie, mal, weil man keinen Unterschied macht. Obwohl sie in dem Moment, wo man Muslime sind oder was auch immer sind. Das wäre genauso, wie Sie, Herr Lanz, sich jetzt komplett schwarz anziehen und dann im Prinzip als Schwarzer die gleichen Diskriminierungen erleiden wie jeder andere Schwarze, der hier in Deutschland auf den Straßen rumläuft. Oder wenn sie eine Kippa anziehen oder eine Davidsternkette oder eine Israel-Flagge tragen. Mhm. Genau so ist es. Mhm. Und Sie sagen, seit dem 7. Oktober läuft es völlig aus dem Ruder. Was heißt das? So leid es mir tut, aber in der Tat, es ist auch eine Zäsur hier in Deutschland. Und ich bin ein großer Verfechter Deutschland. Ich liebe Schwarz-Rot-Gold. Ich will mir das auch nicht nehmen lassen von irgendwelchen rechten wie linken Gruppen. Und deswegen freut es mich, dass auch der Dachverband Maccabi Deutschland von Blau-Weiß auf Schwarz-Rot-Gold gewechselt ist. Aber seit dem 7. Oktober ist alles von meinem Glauben in Deutschland wirklich ein Stück weit zusammengefallen. Und es fällt mir gerade schwer, mich zu beraffen und noch an das Gute zu glauben, weil das jetzt ganz, ganz stark in Schwanken gerät, wenn ich hier das sehe, was auf unseren, auf meinen deutschen Straßen passiert, Herr Lanz. Und das geht hier nicht nur gegen uns Juden, es geht gegen unsere aller Gesellschaftsform, gegen alle Demokraten, die hier in Deutschland sind. Wir müssen aufstehen, wir müssen das erkennen, dass es bei weitem und nicht nur um die Juden geht. Wenn wir gerade hier das Trikot sehen, wenn wir auf dem Fußballplatz mal bleiben, was passiert da, was erleben Sie? Wie hat sich das verändert seit dem 7. Oktober? Naja, es ist im Prinzip so, dass ich in erster Linie mal schon bei unseren Mitgliedern sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, dass sie ins Training kommen, dass sie am Spielbetrieb teilnehmen, weil sie sehr verunsichert sind, sehr, sehr, sehr viel Angst haben. Und noch einmal auch sehr viele Muslime, die Angst haben, ihre Kinder zu uns ins Training zu schicken, was schon inakzeptabel ist, was schon eine gewisse Art Rückzug ist, wenn wir weniger Kinder haben. Gucken Sie mal, auch in den jüdischen Schulen kommen immer weniger Kinder in die Schulklassen. Dann haben sie natürlich Leute haben Angst, ne? Schlicht Angst. Mhm. Und dann haben sie natürlich eine Situation, dass sie auf dem Fußballplatz eine Hass und Hetz, eine Gewalt Hass und Hetzform erleben und erleiden müssen, die sie vorher noch nicht hatten. Können Sie das einmal konkret machen? Was passiert dann da? Naja, wie muss ich mir das vorstellen? Sie kommen auf den Platz und spüren, wenn Sie sich nicht darauf vorbereiten, und darauf sind wir jetzt mittlerweile leider schon sehr gut vorbereitet, wenn Sie sich nicht gut vorbereiten, dann kommen Sie auf einen Platz und dann werden Sie schon im Vorfeld, die Juden kommen, dann merken Sie eine angespannte Stimmung. Und wenn Sie es dann auch noch wagen, zum Beispiel im Winter in einer unterklassigen Mannschaft, meistens passiert das ja im Fußball, können Sie sich vorstellen, dass das eher seltener beim Schach passiert, und dann 1-0 in Führung gehen oder das Spiel knapp mit 2-1 besiegen, dann werden sie nicht nur beschimpft, dann werden sie handgreiflich angegriffen, sodass sie sich teilweise wirklich in den Kabinen verstecken müssen und auf die Polizei warten müssen, damit sie ihre Mitglieder, ihre Kinder und Jugendlichen sicher nach Hause bringen. Das ist der Zustand heute in Deutschland. Von wem werden sie dann angegriffen? Von den gegnerischen Mannschaften. Sie spielen meistens dann auf gegnerischem Platz. Mhm. Meistens dort vor den Zuschauern, von den Angehörigen, von den Fans. Wir identifizieren nicht genau, wer das ist, weil im Endeffekt, wenn wir dann die Anzeige erstatten, will niemand wissen, wer das dann gewesen ist. Das waren dann die Anwohner aus den Hochbausiedlungen oder was auch immer.
Aber im Endeffekt werden attackiert und die Kinder und Jugendliche haben Angst und die Trainer werden auch von uns instruiert, sie dann in der Kabine einzuschließen, bis dann die Polizei kommt und eine sichere Abfahrt gewährt. Ja. Und ich will es noch einmal genau verstehen, worüber reden wir dann? Ist das sozusagen israelisch geprägt, Entschuldigung, ist das arabisch geprägter Antisemitismus oder was ist das für ein Antisemitismus, den Sie da treffen? Also um ehrlich zu sein, Herr Lanz, also Sie haben ja selber die Muslime auf dem Platz, ne? Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht, was das für einer genau ist, in erster Linie mal, sondern ich kann Ihnen sagen, er existiert. Und das verstehe ich, aber wir müssen als Gesellschaft ja auch verstehen, was da passiert. Müssen wir in der Gesellschaft verstehen, was passiert, wenn irgendwo im Nahen Osten ein Krieg eskaliert, dass hier Juden angefeindet werden, dass hier auf unseren Straßen der Krieg importiert wird und Juden in dem Fall oder irgendeine andere Minderheit darüber gehetzt wird? Also nicht Verständnis haben, ne? Aber verstehen, finde ich, müssen wir schon, was die Zusammenhänge sind. Das meine ich damit. Na, ich würde mal sagen, dass wir auf jeden Fall in erster Linie mal erkennen müssen, dass hier ein Krieg importiert wird und wir als Gesellschaft gerade zusehen, wie das passiert und das hinnehmen und das akzeptieren und eben nicht aufstehen und uns dagegen lehnen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Und dass sich viele Menschen, die antisemitisch aufwachsen, die das nicht anders gelernt und gelernt bekommen haben, bei uns noch nicht und von uns noch nicht abgeholt wurden, dass wir das hier in Deutschland nicht dulden, dass wir eine andere Gesellschaftsform eben hier mögen und lieben und das uns hier in Deutschland eigentlich groß und stark gemacht hat. Und das müssen wir jetzt verteidigen. Frau Ticker, Sie sagen, es kann nicht sein, dass es wieder gefährlich ist, jüdisch zu sein. Sie haben mehrere auch Integrationsprojekte mit kleinen Mädchen oder jugendlichen Mädchen, die Fußball spielen. Wie erleben Sie das da? Weil das ist ja das, wenn Herr Marmeling sagt, da sind wir dann auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, auch auf dem Fußballplatz, im Fußballstadion. Da hast du sozusagen die Projektion all der Konflikte, die überall auf der Welt stattfinden, die hast du dann plötzlich auch da. Wie erleben Sie das? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Tatsächlich ist es so, dass der Fußballplatz definitiv die Gesellschaft widerspiegelt. Das bedingt sich gegenseitig. Es ist auch immer wieder ein Wechselspiel. Das, was in der Gesellschaft passiert, trägt sich auf den Fußballplatz und andersrum. Und bei meinem ganz speziellen Projekt, bei den Scoring Girls, es ist ja so, dass ich Scoring Girls gegründet habe aus einem Schmerz heraus, weil ich gesehen habe, was Terror Menschen antun kann. Weil ich das an meiner eigenen Religionsgemeinschaft erlebt habe. Und für mich, ich war zu diesem Zeitpunkt aktive Spielerin beim 1. FC Köln. Und ich war Profispielerin. Sie haben einen kurdischen Hintergrund, ne? Ich habe kurdisch-jüdischen Hintergrund, genau. Und ich habe als aktive Spielerin einen Schmerz erlebt, der nicht vom Fußball kam, sondern einen Schmerz, der von außen auf mich zugetragen ist. Heißt, in meinem Fall war der Schmerz tatsächlich der Genozid an meiner Religionsgemeinschaft 3000 Kilometer weit entfernt, an den Jesiden, wofür sich durch den IS, durch den Islamischen Staat, für den sich niemand interessiert hat. Und ich als aktive Spielerin zu dieser Zeit beim 1. FC Köln konnte, als ich vom Platz runtergegangen gar nicht anders damit umgehen, als der Schmerz ist so auf mich eingeprasselt, diese Gefühle, diese Emotionen. Und ich habe mich alleine gefühlt, ich habe mich hilflos gefühlt. Und ich habe dann aber dieses Mittel des Sports nicht dafür genutzt, um Hass und Hetze zu verbreiten, sondern ich habe es eben genutzt, um für ein Engagement genutzt, indem ich dann eben Scoring Girls gegründet habe, ein Projekt, welches sich an geflüchtete Mädchen richtet. Vielleicht können wir ein paar Bilder aus der Regie mal zuspielen, um mal zu verstehen, was Sie da machen. Gerne. Sie machen das auch, glaube ich, zum Teil in Flüchtlingslager, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Irak. Im Irak, genau. Genau. Ich mache das sowohl. Das ist aber erstmal hier in Köln, ne, was wir hier sehen. Genau, das ist in Köln. Wir sind in Köln dreimal. Wir haben vier Standorte in Berlin. Wir sind aber auch mit drei Standorten im Irak selbst. So, und Sie sagen, da gibt es Mädchen, die haben zum Teil Familienangehörige in Gaza. Die kommen aus dem Westjordanland, die kommen aus den palästinensischen Flüchtlingslagern, die es seit Jahrzehnten mittlerweile gibt und so weiter. Das heißt, dieser Schmerz, Ihr Schmerz, den Sie damals gefühlt haben, den haben Sie da jetzt auch wieder. Den haben wir da auch und deswegen ist es total wichtig. Und da muss man auch, also wir müssen die Menschen auch in ihrem Schmerz abholen. Wir müssen sensibel sein, wir müssen empathisch sein. Und wir können aber auch von diesen Menschen verlangen, dass sie in Trauer gehen können, ohne dabei antisemitisch zu sein, ohne dabei
beispielsweise zu fordern, die Vernichtung Israels zu fordern, wie in einigen Posts passiert. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das, was ich mit meiner tagtäglichen Arbeit und mit meinen Mitarbeiterinnen tagtäglich tue, ist ja genau das aufzufangen. Das heißt, wir öffnen diesen Raum, wir nutzen Scoring Girls in diesem Moment, weil die Mädels auch auf uns zukommen. Wir haben muslimische Mädchen, wir haben christliche Mädchen, wir haben jüdische Mädchen, wir haben arabische, kurdische, türkische Mädchen, wir haben alles, was bei uns mitspielt, und aus über 15 Nationen. Und natürlich haben sie Ängste, mhm, und natürlich haben sie Sorgen. Ja. Und dieser Konflikt, der dort entsteht, mhm, der ist ja schon längst hier in Deutschland angekommen. Das ist ja nicht, mhm, etwas, was nur dort stattfindet, sondern es findet, mhm, auch hier auf diesen Straßen statt. Und es ist für mich wichtig, als Gründerin von den Scoring Girls, den Raum aufzumachen, um die Ängste, die Sorgen, die Fragen auch dieser jungen Mädchen aufzugreifen und sie zu begleiten. Und wir reden über Antisemitismus, wir reden über, ja, antimuslimischen Rassismus. Wir reden aber, wir gehen aber auch in die Begegnung. Wir gehen in die Begegnung, wir gehen in Dialoge. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir in diese Begegnung gehen, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sich austauschen. Denn, mhm, was dieser Konflikt ja auch zeigt, ist, dass sich sehr viele Jugendliche vor allem alleine fühlen. Ja, im Schmerz. Genau. Was wir auch hier in der Sendung und was ich auch sonst häufig mitkriege, ist gerade auf der, ich sage es jetzt mal ganz platt, auf der palästinensischen Seite, ja, auf der anderen Seite sozusagen, da gibt es ein Gefühl von, ihr seht unseren Schmerz nicht, ihr hört uns nicht wirklich zu, ihr versteht nicht wirklich, dass das, was mit uns gerade passiert, Sie atmen einmal tief durch. Ja, ich muss wirklich tief durchatmen. Ich bitte auch um Entschuldigung, dass ich Sie, ja, jetzt nicht ganz ausreden lasse. Schon beginnt mit dieser anderen Seite. Warum ist das eine andere Seite? Warum definiert man das immer mit andere Seite? Es ist doch die gleiche Seite. Wir haben doch überhaupt gar kein Problem. Oder ihr und wir. Es ist kein ihr und wir. Es sind die Werte, die wir teilen. Wo ist es kein ihr und wir? Nein, warum? Weil die andere Seite, die palästinensische Seite. Warum ist das die andere Seite? Warum können wir nicht eine gemeinsame, eine gleiche Seite? Ich artikuliere und ventiliere nur ein Gefühl, dass es da draußen in dieser Gesellschaft sehr massiv gibt. Ja, und genau, ich kann Ihnen nur sagen, ich könnte ihn aus unzähligen Zuschriften auch zitieren, wo die Leute sagen, bitte, ihr müsst versuchen, möglichst auch beide Seiten, deswegen rede ich dann auch so, abzugeben. Aber die laufen nicht konträr, beide Seiten. Das ist ja die Frage. Die Frage ist immer, die auch meine. Wir können uns sofort darauf einigen, wenn wir sagen, die Hamas ist eine Heimsuchung, nicht nur für Israel, sondern auch eine Heimsuchung für die Menschen in Gaza. Darauf, so ist es, können wir uns sofort darauf einigen. Nur und ich muss nicht auf der Seite Israels oder der Palästinenser stehen. Ich kann auch auf beiden Seiten stehen. Das ist ja der Konflikt, den diese Kinder haben. Nee, und trotzdem geht es, da muss ich ihm aber recht geben. Nee. Es geht tatsächlich nicht darum, jedes palästinensische zivile Opfer in Gaza ist eines zu viel. Sicher. Genauso wie jedes Opfer des 7. Oktober eines zu viel war. Ja. Und wir müssen aufhören, von Leuten zu verlangen oder zu fragen, auf welcher Seite stehst genau du eigentlich. Genau das ist der Punkt. Das, darum, das nicht, diese Frage, ne? Ich stelle dir die Frage nicht, ich sage nur, ich weiß, wie sie aber gestellt da draußen wird diese Frage gestellt. Genau. Sie wird gestellt. Das ist mein Job, Fragen, danach zu fragen, diese wie sie Fragen damit werden umgehen. Gestellt das und wir müssen aufhören, die Frage zu stellen, auf welcher Seite stehst du, sondern es geht am Ende des Tages darum, dass wir natürlich ganz klar von Terror sprechen müssen, von einer Terrororganisation der Hamas sprechen müssen, wir aber gleichermaßen auch sagen können und müssen, dass es aber nicht sein kann, dass jetzt wieder antisemitische Parolen durch die Straßen Deutschlands gehen. Und dennoch sage ich auch, dass es immer, und das ist Teil meiner Arbeit, so ist unsere Menschenrechtsarbeit gegründet, Havard Help, so sind die Scoring Girls gegründet, dass es darum geht, in die Verbindung zu gehen und nicht in die Spaltung. Und noch mal ganz kurz zu Ihrer Frage, ob man die andere Seite nicht versteht. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt. Das stimmt doch gar nicht. Man sieht doch auch das Leid der Palästinenser. Und man sieht auch, und wo, wenn nicht in Israel, wird so ein Thema so heiß diskutiert, dass es auf jeden Fall innerhalb der Regierung eine Veränderung geben muss. Also wo, ich weiß nicht wo, hier in Deutschland fehlt es an Unterstützung an die palästinensische Organisationen, Hilfsorganisationen, sei es in finanzieller, in persönlichen Ansprachen, in Reisen. Das ist doch ein Ammenmärchen. Das stimmt doch gar nicht. Die Unterstützung gibt es. Und ich würde mich freuen über jede Demonstration, die es auf deutschen Straßen gibt, die friedlich für die Palästinenser
ausgibt. Aber dem ist ja nicht so. Das ist ja nicht das, was auf unseren Straßen eben skandiert und gerufen wird, sondern auf diesen angeblichen pro-palästinensischen Demonstrationen, und das ist eben der Riesenunterschied, wird Hass und Hetze gegen Juden skandiert. Und dann gibt es, und dann frage ich die andere Seite, wenn Sie möchten, weil das ist wirklich eine andere Seite, die so etwas skandiert. Die sehe ich als andere Seite. Das sind Antidemokraten. Und das sind keine Muslime in meinen Augen. Das sind Fundamentalisten, das sind Islamisten. Denn die Muslime, die ich kenne, und ich kenne sehr viele, die denken nicht so. Aber, und den Vorwurf frage ich mal hier in die Runde, wo sind die denn? Warum werden die nicht lauter? In ihren eigenen Communities. Warum? Weil sie Angst haben. Weil sie genauso viel Angst haben wie viele andere hier in Deutschland. Moment, bitte lassen Sie mich zu Ende führen. Weil wir alle hier viel zu viel Angst haben. Und was passiert dann? Wir ziehen uns zurück. Und wenn wir von nie wieder reden, dass wir viel zu lange geschwiegen haben, viel zu lange leise waren, dann sind wir jetzt wieder leise, wieder viel zu leise und ziehen uns zurück. Und das ist der größte Fehler, den wir machen können. Denn das haben wir aus unserer deutschen Vergangenheit doch gelernt. Leise sein und sich zurückziehen ist der größte Fehler, weil wir dann diesen angeblichen Rechten und Linken, die denken, sie werden in der Mehrheit, den freien Lauf lassen. Wir überlassen denen das Spielfeld. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen lauter werden, Herr Lanz. Ich will nur noch mal sagen, und dafür plädiere ich sehr, wir sind ja auch jetzt in der wievielten Woche auch immer, seit dem 7. Oktober, es ist schon auch wichtig, klar zu differenzieren. Also mir war das jetzt eben zu pauschal zu sagen, so findet das nicht statt. Da gibt es nur Judenhass auf deutschen Straßen. Wir haben in dieser Sendung sehr, sehr klar benannt, was auf den Straßen in Essen passiert ist vor ein paar Wochen. Das wurde teilweise deklariert als pro-palästinensische Demonstration. Da bin ich total bei Ihnen. Es war keine pro-palästinensische Demonstration, sondern da waren Flaggen zu sehen, die sahen aus wie, und das sollte auch so sein, wie IS-Flaggen. Da waren Islamisten, Fundamentalisten, keine netten Menschen unterwegs. Gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch die anderen Demonstrationen, auf die ich auch noch mal klar hinweisen will. Und dort wird einfach dann im Zweifel tatsächlich für Palästina demonstriert. Das ist Demonstrationsrecht, das ist auch völlig in Ordnung. Und das darf in diesem Land auch stattfinden. Und das passiert auch und findet auch auf dem Boden des Grundgesetzes statt. Und wenn dann dort etwas kritisiert wird, dann ist es israelische Politik. Und auch das ist in Ordnung, auch das darf stattfinden. Herr Schulte-Marmeling, muss, genau, richtig, sehen auch viele Israelis übrigens.